Ja, einen schönen guten Abend aus der Volkshochschule. Ich freue mich, dass Sie sich heute wieder zu unseren Buchgeschichten so zahlreich zugeschaltet haben und begrüße Sie sehr, sehr herzlich zu unserem Vortrag heute Abend Bamberger Jesuiten und die Hexenprozesse. Dazu darf ich Ihnen sehr herzlich Privatdozent Dr. Frank Sobich vorstellen, den ich begrüßen möchte und der sich aus Paderborn heute dazugeschaltet hat. Dr. Franz Sobich lehrt an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg am Lehrstuhl für Kirchengeschichte des Mittelalters und der Neuzeit. Er ist breit aufgestellt und besitzt Abschlüsse in katholischer Theologie, in Geschichte, in lateinischer Philologie und in Rechtswissenschaft. Jährlich ist er in Rom und forscht am Campo Santo Teodonico, wo sich auch Aufzeichnungen der Jesuiten zu den Bamberger Hexenprozessen erhalten haben. Frank Sobich wurde 2017 habilitiert mit einer Studie über die Seelsorge der Jesuiten in den rheinischen Provinzen des Ordens zur Zeit der Hexenprozesse. Diese Habilitationsschrift wurde 2019 am Historischen Institut der Gesellschaft Jesu in Rom publiziert. Ausgewiesen ist Sobich durch Publikationen zur frühneuzeitlichen Kirchengeschichte und zur kirchlichen Zeitgeschichte, darunter zuletzt ein Artikel zur Studienzeit von Ratzinger. Zum Vortrag Bamberger Jesuiten und die Hexenprozesse. Die Hexenprozesse im Hochstift Bamberg und die Seelsorge der Jesuiten stellt vor, wie Seelsorger und Menschen, die wegen Magie inhaftiert waren, miteinander kommunizierten. Kenntnis davon geben Aufzeichnungen der Bamberger Jesuiten selbst. Erhalten sind diese Aufzeichnungen in der Staatsbibliothek Bamberg, aber auch in zahlreichen anderen Archiven des In- und Auslands, so zum Beispiel in Rom zu den Hexenprozessen im Hochstift Bamberg. Wie diese lateinisch verfassten Quellen einer vergangenen Epoche für die Nachgeborenen von heute lesbar gemacht und interpretiert werden müssen, zeigt Sobich anhand einiger Beispiele von der Kerkerzelle bis zum Richtplatz. Viele Passagen lesen sich dabei heute wie die Vorarbeit eines Drehbuchs für ein Dokudrama. Der Vortrag heute Abend ist der 10. innerhalb der 12-teiligen Reihe Bamberger Buchgeschichten 2022-23. Die Vortragsreihe wird in Zusammenarbeit mit der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, der Volkshochschule Bamberg-Stadt, dem Kolloquium Hispergiense, dem Historischen Verein Bamberg durchgeführt und hauptsächlich natürlich von der Staatsbibliothek verantwortet. Da möchte ich ganz herzlich meine Kollegin Professor Bettina Wagner begrüßen und Fabian Bayer, der für die Technik verantwortlich ist. Dank Fabian Bayer können wir ab heute Vorträge, die wir verpasst haben oder in die wir noch mal hineinhorchen wollen, auf YouTube nachhören und nachsehen. Dazu werden Sie im Chat soeben sehen können, den Zugang, den Fabian Bayer gerade hochgeladen hat. Und Sie können wahrscheinlich demnächst auch über die Google-Suche zu diesem Kanal kommen und kostenlos die verpassten Vorträge noch mal sich zu Gemüte führen. Jetzt freuen wir uns aber auf Frank Sobich und unseren 10. Vortrag. Herzlich willkommen, lieber Herr Sobich. Ja, Wir danke. sind ganz Ohr. Danke, Frau Scherbaum, für diese gelungene Einführung zum Thema und zu meiner Person. Ich begrüße auch alle Zugeschalteten ganz herzlich, die jetzt gleich lauschen werden, meinem Vortrag mit dem Titel, wie Sie hier auf der Folie sehen, die Hexenprozesse im Hochstift Bamberg und die Seelsorge der Jesuiten im Rahmen der Reihe Bamberger Buchgeschichten. Wie der Vortragstitel besagt, fanden die Hexenprozesse im Hochstift Bamberg statt. Also das Hochstift Bamberg, das ist zu unterscheiden von der Diözese. Hochstift ist immer der weltliche Herrschaftsbereich des Bamberger Fürstbischofs. Schon ein wichtiges Faktum, Hexenprozesse vor weltlichen Gerichten, wenn hier auch mit dem Fürstbischof als oberstem Gerichtsherrn. Es war der Fuldaer Jesuitenschüler, Fürstbischof Johann Gottfried von Aschhausen, welcher die Jesuiten nach Bamberg berief.
So kamen sie mit zwei Patres und einem Bruder, also bei den Jesuiten heißen die Brüder weltliche Koadjutoren, erstmals am 16. Dezember 1610 in der Stadt Bamberg an. Mein Vortrag, den Sie jetzt hören werden, werde ich vier teilen. Zunächst einmal kommen einige juristische Grundlagen. Dann werde ich Beispiele aus der Verfolgungswelle von 1616-17 bieten, mit einem besonders markanten Beispiel. Dann kommen noch ein paar kleine Beispiele aus der Verfolgungswelle von 1627 bis 1631. Daran anschließend wird Thema sein die Reise zweier Bamberger Handwerkerbrüder nach Rom. Und schließlich ein Bamberger Kirchenrechtsprofessor Johannes Strein als Schüler Friedrich Spees. Kommen wir zum Punkt 1, die juristischen Grundlagen. Sie sehen hier im Hintergrund einen Ausschnitt des Vogelschauplans aus dem Jahre von 1602 von Petrus Zweidler. Das ist der berühmte Zweidlerplan, der sich in der Staatsbibliothek Bamberg befindet, wo uns vor allem das Kollegium interessieren wird. Sie sehen das Kollegium, das ist hier zu sehen, links oben auf dem Dach ist sogar der Schriftzug zu erkennen. So, hier habe ich noch einmal einen Ausschnitt mit zwei weiteren kleinen Ausschnitten montiert, also aus der Bildlegende N Collegium. N, das ist der Buchstabe, den sehen Sie da im Hof. Und ganz oben, das ist dann ja die Überschrift der Bildlegende, Verzeichnis der fürnehmsten Örter der Stadt Bamberg. Bis zum Einzug der Jesuiten hatte dieses Kollegium, wie es nicht von Anfang an hieß, mehrere Phasen durchlaufen. Zunächst einmal war es einfach das Karmelitenkloster in der Au. Das war es seit dem Hochmittelalter bis zum 17. März 1589. Dann gab es eine Zwischenphase, die begann ab dem 23. Juni 1586, also knapp drei Jahre vor 1589. Da zog dann ein Mitbewohner ein, nämlich das Collegium Ernestinum, das ernestinische Klerikalseminar, gegründet von Fürstbischof Ernst von Mengersdorf. Und die dritte Phase ist dann ab dem Umzug der Karmeliten auf den Kaulberg, wo man sie heute noch findet, am bereits erwähnten 17. März 1589. Ab diesem Zeitpunkt nahm das nun ehemalige Kloster den Namen Collegium an. Und so ist es hier auch zu sehen. Die vierte und letzte Phase, die uns hier interessiert, ist die der Jesuiten. Die beginnt ab dem 30. Juli 1611, als die Jesuiten in das Gebäude einzogen. Die Fundationsurkunde, das ist immer so die, ja, wirtschaftliche Grundlage der Jesuiten, mit denen sie ihre Kollegien unterhielten, die Fundation. Diese Urkunde datiert vom 22. Februar 1612, wobei die Jesuiten dann im Jahre 1613 auch die Seminarleitung übernahmen. Das Ganze hatte noch eine weitere Baugeschichte, auch was die Kirche St. Martin betrifft, aber das wird jetzt nicht im Mittelpunkt des Vortrags stehen, sondern uns interessiert hier erstmal, das ist also der Ort, wo die Jesuiten in Bamberg Stadt wirkten. Die Gesellschaft Jesu hatte kein Gesamtkonzept, wie sich ihre Priester in Hexenprozessen verhalten sollten. Es wurde einfach jeweils im Einzelfall entschieden. Im römischen Professhaus, wo der Generalobere der Gesellschaft Jesu saß, war man nämlich nur so gut informiert wie ihm und dem Assistens Germaniae, also dem Assistenten, der für die deutschsprachigen Territorien zuständig war, wie diesen beiden Sachen aus dem Reich, nördlich der Alpen,
zugetragen wurden in Rom, weshalb es Missverständnisse gab. Ne, zum Beispiel, ganz wichtig für die Zeit der Hexenprozesse, die sogenannten Besagungen. Besagung in den Hexenprozessen heißt immer eine erfolterte Zeugenaussage. So, und wenn zum Beispiel jetzt im Jahre 1625 der, ich nehme eine andere Stadt, weil es da gerade so einen Fall gibt, der Eichstätter Rektor dem Generaloberen Witelleschi schreibt, diese Frau im Hexenprozess ist durch 15 bis 18 Zeugen belastet, dann schreibt Witelleschi zurück, das ist ja viel. Also so viele Zeugen, die brauchen wir doch nicht mal in Rom, zum Beispiel am Heiligen Offizium, vorweisen. So, was ist hier passiert? Ein Missverständnis. Ein Missverständnis, nämlich, es handelt sich hier bei der Besagung im Alten Reich, nördlich der Alpen, und bei den Zeugenaussagen, die eben nicht erfoltert waren in Rom, im Kirchenstaat, um zwei völlig unterschiedliche Rechtswirklichkeiten. Im Alten Reich hatte sich in der Zeit um 1500 eine geregelte seelsorgliche Betreuung der im peinlichen Strafprozess zum Tode Verurteilten etabliert. Strafprozess und Strafgesetzbuch für das Hochstift Bamberg war die Constitutio Criminalis Bambergensis oder auf Deutsch die Bambergische peinliche Halsgerichtsordnung. Und da sehen Sie jetzt hier einen Ausschnitt. Die stammt aus dem Jahre 1507, war auch maßgeblich dann später für die Strafgesetzordnung des Reiches von 1532, die Carolina. Also es ist ein sehr wichtiges Gesetzbuch, die Bambergensis. Hier sehen Sie das Exemplar aus der Staatsbibliothek Bamberg, gedruckt Bamberg 1580. Sie sehen, ganz interessant, auf der Rückseite leuchten Folterinstrumente durch. Ja, es ist halt eine Besonderheit des Drucks. Einschlägig für unser Thema ist hier das Amt des Beichtvaters. Und das ist auch hier der Artikel, den Sie jetzt in zwei Teilen hier eingeblendet sehen. Der Beichtvater wurde im Hexenprozess immer nach der Urteilsverkündung tätig. Grundsätzlich zumindest. Und grundsätzlich heißt unter Juristen, es gibt Ausnahmen. Es handelt sich hier um den Artikel 124 der Bambergensis. Ich lese ihn mal vor, etwas modernisiert. Vom Beichten und Vermahnen nach der Verurteilung. Item, also ebenso, nach der Verurteilung des Armen zum Tode. Halt, Armer ist nicht der materiell Arme, sondern der aufgrund seiner Sünden Arme. Also es ist ein geistlicher Begriff, der hier in die juristische, in den juristischen Text inkorporiert wird. Nach der Verurteilung des Armen zum Tode soll man ihn anderweitig beichten lassen. Auch zum wenigsten ein Priester oder zwei Priester am Ausführen, man kann auch sagen, ja, beim Ausführen oder Ausschleifen vom Gericht zur Hinrichtungsstätte bei ihm sein, die ihn, also den armen Sünder, zu Gutem vermahnen. Man soll ihm auch in dem Führen für Gericht, also vor Gericht, und Ausführen zum Tode, also zur Richtstätte, stetigs ein Kruzifix vorantragen. Das ist also der Artikel, auf dem auch die Jesuitenseelsorge in Bamberg basiert. Den zweiten Teil unten lese ich jetzt nicht vollständig vor. Das ist eine Warnung an die Beichtväter, nämlich Verurteilte hinsichtlich der Möglichkeit, ihr Geständnis zu widerrufen, aufzuklären. Da heißt es dann, das sei ein Missbrauch. Ja, also man wollte nicht, dass Beichtvater sagt, hören Sie mal, was Sie da vor Gericht unter Folter gestanden haben, wenn das nicht stimmt, dann bitte widerrufen Sie. Ne? Es gab aber Beichtväter, die das taten. Maßgeblich jetzt für die andere Seite, nämlich die Gesellschaft Jesu, sind die vom fünften Generaloberen namens Claudio Acquaviva
Das war der Vorgänger von dem schon vorher genannten Vitelleschi. Und fünfter Generalobere, weil es wird gezählt seit Ignatius von Loyola und der fünfte nach Ignatius von Loyola, einem der Ordensgründer, ist Claudio Acquaviva. Und dieser Acquaviva approbierte im Jahre 1586 Richtlinien für Olivier Manare. Das war der damalige Visitator der rheinischen Provinz, zu der auch Bamberg gehörte. Halt, rheinische Provinz, jesuitischer Begriff, nicht territorial vom Reich her gedacht. Also die Jesuiten hatten eigene Territorien, wenn man so will, die sie als Raster über die Territorien des Reiches legten und wo es auch Überschneidungen gab. Und Bamberg gehörte zur rheinischen Provinz, später dann ab 1624 Provinzteilung, da war es dann die oberrheinische Provinz. Ich zitiere jetzt aus dieser Richtlinie. Es sollen auch allwöchentlich, wenn es geschehen kann, entweder durch Priester oder geeignete Fratres, das sind Priester noch in der Ausbildung, also ja, noch nicht Priester, sondern die später Priester werden wollen, Jesuiten in der Ausbildung, in der akademischen Ausbildung, die Kerker besucht werden. Dort sollen sie eine kleine Exhorte, das ist eine geistliche Ansprache, zum Trost der Niedergeschlagenen halten und ihnen sorgfältig die Christenlehre beibringen. Dennoch sollen nicht deren Rechtsfälle und Verteidigung vor Gericht durch die Unsrigen, das sind Jesuiten, übernommen werden. Wenn nicht der Obere, der Jesuitenobere, zufällig mit Blick auf den Fall anders entscheiden sollte, sondern sie sollen den Inhaftierten antworten, erstens, dass jenen, den Unsrigen, mit ihnen, den Inhaftierten, zu besorgen, nichts anderes erlaubt sei, als was sich auf deren Seelenheil bezieht. Zweitens, dass von ihnen, den Inhaftierten, als erstes das Reich Gottes gesucht werden müsse, worin jene, also die Patres, sie oder die Fratres, sie gern unterstützen wollten und dass Gott das Verbleibende durch andere Personen hinzufügen werde. Zitat Ende. Diese grundsätzlich restriktive, wenn auch durch den Jesuitenoberen vor Ort flexibel handhabbare Vorschrift dürfte gerade in den Hexenprozessen vielfach verhindert haben, Unschuldige zu erkennen und sich für die zu Unrecht Inhaftierten einzusetzen. Ein Widerruf durch einen Angeklagten, von dem ich gerade schon mal sprach, zu dem manche Beichtväter ermunterten, war wegen in diesem Fall erneut zu erwartender Folter, das ist in Artikel 70 der Bambergensis, problematisch. Eine bedeutende Quelle zu den Hexenprozessen bilden die Rundbriefe oder auch Jahresberichte, Literae Annuae auf Latein genannt, der Jesuiten, die beginnend mit Monatsbriefen 1546 bis hin zur jährlichen Form ab 1565 dem Zusammenhalt des Ordens dienten, da sie bei Tisch, also zum Beispiel jetzt ein Jesuitenkolleg Bamberg, bei Tisch verlesen wurden. Der Besuch der Kerker und Krankenhäuser war seit der römischen, also der jesuitischen Formula Scribendi, Formel etwas zu schreiben, aus dem Jahre 1573 der Gesellschaft Jesu offizieller Teil dieser Jahresberichte. Und die mussten jährlich nach Rom an den Generaloberen von den einzelnen Jesuitenniederlassungen gesandt werden. Das heißt, dann im Laufe der Zeit ist ein ganzes Reservoir von Jahresberichten, an denen man natürlich dann die Hexenprozesse auch von der Seelsorge her sehr gut nachvollziehen kann. Es gibt aber Lücken, es ist nicht alles vollständig überliefert. In Rom, im Archivum Romanum Societatis Jesu hauptsächlich, aber auch in Bamberg, sehr wertvolle Bestände. Das ergänzt sich beides. Komme ich zum zweiten Punkt, die Verfolgung 1616-17. Sie sehen hier den Einband einer Handschrift der Staatsbibliothek Bamberg aus der sogenannten Bamberger Sammlung. Ich habe das jetzt auch hier montiert, im Hintergrund wieder der Zweidlerplan. Also entstanden ist diese Handschrift im Kollegium der Jesuiten. Die Signatur sehen Sie hier unten, RB MSC 65-1. RB steht für Res Bambergensis, also man könnte sagen Bambergensien. Und dann MSC Manuscripta mit der Ziffer. Es sind die Literae Annuae Collegii Bambergensis Societatis Jesu, also die genannten Jahresberichte. Der Band deckt hier den Zeitraum von 1611 bis 1709 ab. Es gibt ein paar Lücken, von verschiedenen Händen geschrieben.
gehen wir mal in den Band rein, schauen wir uns den an. 1611, das erste Jahr der Jesuiten in Bamberg, und sofort schon in dem Jahr besuchen die Bamberger Jesuiten die Kerker. Sie sehen da ein lateinisches Zitat. Ich lese es auf Deutsch vor: Krankenhäuser und Kerker aufzusuchen. Krankenhäuser, das sind die Xenodochia, und die Kerker, die Kerkeres. Das ist übrigens in allen Niederlassungen zu beobachten. Also sobald die Jesuiten irgendwo waren, gingen sie in die Kerker. Man möchte ja meinen, ein intellektueller Orden. Nee, der hat auch normale Seelsorge betrieben. So, jetzt gehen wir in das Jahr, springen wir jetzt in das Jahr 1616. Da heißt es, Zitat wieder, also in deutscher Übersetzung, in meiner: Die Unsrigen, also Unsrigen sind immer die Jesuiten, bis heute übrigens. Die Unsrigen wurden eifrig sowohl außerhalb als auch innerhalb der Stadt zu denen gerufen, die man angemessener Frenetiker, also Geisteskranke, denn als vom Teufel Besessene bezeichnet. Weil bei dreien weder Verstand noch Vernunft funktionierten, beugten wir vor, dass sie nicht weiter gewaltsam Hand an sich legten. Suizidversuch, ne? Indem die Quellen unmäßiger Traurigkeit und anderer Geisteskrankheit mit einer heilsamen Beichte der Sünden verschlossen wurden. Zitat Ende. Hier haben Sie eins der seltenen Momente rationalen Nachdenkens in der Zeit der Hexenprozesse in den Literae Annuae. Ja, also das Thema Phrenesis, griechisches Wort, Geisteskrankheit, das war auch ganz aktuell damals in der Medizin. Den Marburger Anatomieprofessor Heinrich Petreus, der hatte 1615 die Symptome publiziert. Also die Jesuiten sind da durchaus up to date und wirken eigentlich hier der Verfolgung entgegen. Was ich jetzt sage, das sehen Sie jetzt hier nicht, das blende ich auch nicht ein, das erzähle ich Ihnen so. Am 26. November 1616, wir bleiben also in dem Jahr, wurden in Zeil am Main, das ist also nordwestlich von Bamberg, 9 Frauen hingerichtet. Und für dieses Jahr 1616 berichten die Literae Annuae auch von einer, Zitat, gewissen liederlichen Frau, welcher, just als sie schon zum grausamen Tod hinausgeführt wurde und ihr auf der Wegstrecke der Mut sank, sei es, dass sie durch Angst vor dem drohenden Schicksal erschüttert war, sei es aus einem anderen Grund, unmittelbar am Platz der Hinrichtung ein Aufschub von 8 Tagen gewährt wurde, wobei der Unsrige die Sache ernstlich vorantrieb. Zitat Ende. Kerkerseelsorger, auf Latein Visitator Carcerum, war zu dieser Zeit Johannes Mylius, ca. 43 Jahre alt, der offenbar rätselte, warum der Frau der Mut sank. Ja? War wohl wenig Einfühlungsvermögen. Gehen wir zum Jahr 1617. Im Jahr 1617, als Mylius immer noch Kerkerseelsorger war, also in Klammern gesagt, der kommt hier nicht im Text vor, das ist erschlossen, weil in den Personalkatalogen Mylius als Kerkerseelsorger drinsteht, und deshalb kann man davon ausgehen, dass, wenn hier von Inhaftierten die Rede ist, dass der auch vor Ort war. Also in diesem Jahre 1617 heißt es weiter, Sie sehen den lateinischen Text, ich biete Ihnen wieder die deutsche Übersetzung: Zur Hinrichtung wurden sowohl zu Hause, das heißt immer Bamberg, ne? Zu Hause ist Bamberg, als auch auswärts, Forris, das ist die Exklave Zeil, 102 Personen durch die Unsrigen geführt. Ne? Zur Hinrichtung wurden also diese 102 Personen von den Jesuiten geführt, denen man sowohl bei dieser so schmachvollen, so verderblichen Reise als auch im täglichen Schmutz der Kerker im Übermaß half. Aus dieser Zahl büßte der Zauberei schuldige größere Teil, das so große Verbrechen mit Schwert und Feuer unter der Gerechtigkeit als Rächerin. Eine gewisse Frau dieses Schlages, sei es, dass sie unfähig war, die öffentliche Schmach zu ertragen, sei es, dass sie von beständigen Gewissensbissen zerfleischt wurde, hatte zum dritten Mal versucht, Hand an sich zu legen. Achtung, wieder Suizidversuch, ne? Nachdem sie von dem Unsrigen zur Gemütsruhe gebracht worden war,
entwich sie schließlich den Versuchen des höllischen Mörders und bot unerschrocken ihr Haupt dem Schwert zum Streich. Zitat Ende. Suizide in den Bamberger Hexenprozessen Ende der 1620er Jahre waren dann so häufig, also ist wohl immer mehr geworden, dass sie auch bei den Jesuiten sprichwörtlich wurden. Die Jahresberichte von 1617 schwenken nun weiter zu einer anderen Frau, ohne den Ort anzugeben, vielleicht war es in Zeil, Zitat, als eine andere, die schrecklicher Verbrechen schuldig und sogar frevelhafter Gottlosigkeit gegen die heilige Hostie, gegen die heiligste Hostie überführt, durch die Gewalt der Folter fast zerfleischt und schon ein trauriges Schauspiel ihrer selbst war, bei den Feuerzangen, dem Schwert und dem Scheiterhaufen dem Volk gezeigt werden sollte, trug sie wahrhaftig immer noch ihre Unschuld und ihre Heiligkeit öffentlich vor, bis zu dem Punkt, dass, nachdem sie von dem unsrigen Priester unter Nichterlassung ihrer Sünden in der Beichte abgewiesen worden war, sie ihn recht offen beschuldigte, die Menschlichkeit verletzt zu haben. Im Lateinischen sehen Sie rechts unten, lese humanitatis, die Menschlichkeit verletzt zu haben. Dieser Sokius, Sokius einfach jetzt hier für Jesuit, der Ansicht war, dass die Hartnäckigkeit der liederlichen Frau nicht weiter zu ertragen sei, geht die Rohe mit rohen Worten an. Er stößt seine Drohungen gegen jene Strenge des ewigen Brandes der Hölle des höchsten Richters aus. In Klammern, jetzt schreibt der Skribent, der Skriptor hier dieser Jahresberichte, wo ferner es nicht anders gemacht haben dürfte. Also Mylius war schon tot, der starb 1622 und wahrscheinlich konnte der Skriptor, der das Ganze hier zusammenschrieb, konnte nicht mal fragen. Da sagt er, so was ist denn so eine seltsame pastorale Methode. Also jedenfalls dieser Kerkerseelsorger wohl Mylius stößt seine Drohung gegen die Hölle aus. Jetzt wieder in den Text rein. Mit heftigen Worten übertreibt er und siehe da, aus dem kaukasischen Felsen der Frau wird weiches Wachs. Wozu bedarf es vieler Worte? Sie, die Frau, wird eine Maria Magdalene. So ist sie ganz in Tränen aufgelöst, so gibt sie sich Wehklagen hin, so schlägt sie ihre Hände zusammen. So wirft sie sich auf den Boden nieder, um leicht jedwedes Mitleid mit ihr zu erwecken, in dem Maße, dass der Unsrige durch die Umstehenden, also waren andere Leute, ermahnt wird, er möge sie beruhigen und in Schranken halten, damit sie nicht maßlos wird. Aber er, erfreut über die Buße der liederlichen Frau, lässt ihr die Zügel frei im Wissen, dass auch Gott diese Tränen jedweden Nektars ohne Unterschied willkommener sind. Also besser maßlos sein, als gar keine Reue zeigen. Zitat Ende. Letzteres war meine Hinzufügung. Es ist anzunehmen, dass Beichtvater Mylius die Frau im Kerker in halb entblößtem Zustand antraf, da er sie sonst nicht als halb zerfleischt hätte beschreiben können. Man muss also irgendwie die Wunden gesehen haben. Die Folter wurde nämlich mittels Strickvorrichtungen, Schrauben und ähnlichen Werkzeugen von den Beinen bis zur Brust durchgeführt. Wir hatten es ja vorhin schon bei der Bambergensis auf der Rückseite da durchleuchten sehen. Der Frau gemachte Vorwurf des Hostienmissbrauchs konnte durch die häufige Kommunion entstehen. Also wo die Frau zur Kirche ging, wissen wir nicht mehr, steht hier nicht im Text. Die dagegen offiziell von den Jesuiten eingeführte häufige Kommunion war vielmehr den Gläubigen, die diese schon vorher praktizierten, ein Schutz. So zum Beispiel 1601 in Trier in der Noviziatskirche, wo auch Spee im Novize war. Also da kam auch, gab es einen eigenen Eingang, da kamen auch Externe, heißt das, normale Gläubige, die nahmen an der Kirche dort, an der Messe der Kirche des Noviziats teil und der Noviziatsrektor führte die häufige Kommunion ein, 1601, und dann sagten sie, wirklich, wir danken Ihnen, dass Sie das gemacht haben, denn also bisher wurden wir verleumdet, dass wir deshalb so häufig zur Kommunion gehen, weil wir dem Teufel seine Leiden in der Hölle erleichtern möchten. Also wo diese Frau hier in Bamberg jetzt zur Kirche ging, wissen wir nicht, aber durch so etwas konnte so etwas entstehen. Mylius' rhetorischer Kniff, der zum psychischen Zusammenbruch der Frau führte, war Teil eines auf der Kraft des Wortes beruhenden Konzepts. Die Jesuiten waren ja auch, haben auch Theaterstücke aufgeführt. So ist Mylius' Schwenk im Ton, ähnlich 1609 für einen Nürnberger lutherischen Kerkerseelsorger, nämlich Johann Hagendorn,
der damit aber keinen Erfolg hatte, beim Besuch eines inhaftierten Diebes belegt. Da heißt es, ich zitiere, als ich aber wenig damit ausrichtete, also mit guten Worten, wendete ich das Raue herfür, darauf er ebenso wenig viel gab, als auf die guten Worte, Zitat Ende, der Dieb. Also das heißt, Sie sehen das noch nicht mal jetzt durchaus konfessionsübergreifend, so eine Methode. Die Jesuiten betonten den Willen in seiner freien und aktiven Mitwirkung mit der göttlichen Gnade. Was auch der Grund ist, dass die bekehrte Frau hier in unserem Bericht mit der bekehrten Maria Magdalene verglichen wird. Die Traktierung mit Feuerzangen am sogenannten peinlichen Rechtstag vor der Hinrichtung durch das Schwert mit anschließender Verbrennung des Leichnams war üblich. Im Bericht heißt es hier weiter, ich zitiere, so ermutigt brach sie, also die Frau, als sie auf dem öffentlichen Platz mit ihren Gefährten oder wahrscheinlich eher Gefährtinnen, das kann man vom Lateinischen nicht so genau sagen, hinausgeführt wurde in ein Lied aus, das gewöhnlich von den Qualen unseres Erlösers gesungen wird. Das gleiche Geschehen kam erfahrungsgemäß bei anderen Frauen und bei anderer Gelegenheit vor, und zwar so sehr, dass diese von den Unsrigen zu jenen tödlichen Trauerspielen ermutigt wurden, sodass diejenigen Frauen, die schon vorher beim bloßen Erwähnen des Todesurteils am ganzen Körper Schauder empfanden, danach großzügig dorthin nicht unwillig aufzubrechen eilen. Man rät auch der Zauberin und überzeugt sie, dem Magistrat, und freiwillig ihre Zaubereien aufzudecken, was durch keine Schärfe der Folter hätte bewirkt werden können. In Klammern, denn sie hatte im Geiste fest beschlossen, also die Zauberin, durch Schweigen ihre Verbrechen zu verbergen, Klammer zu, Zitat Ende. Soweit die Litterae Annuae 1617. Für Mylius stand die Schuld der inhaftierten Frau also a priori fest. Dass sie durch die Gewalt der Folter fast zerfleischt war, war ihm offenbar nur Hinweis darauf, wie lange sie sich dem Geständnis ihrer Sünden widersetzt hatte. Dass der Zauberin als Kollektivbegriff dazu geraten und sie willensmäßig angeblich davon überzeugt wurde, sich freiwillig zu stellen, dem Magistrat, zeigt, mit dem Hinweis darauf, dass keine noch so scharfe Folter dies hätte bewirken können, wie Folter und Hexenpastoral in der Praxis ein Ziel besaßen, das Geständnis, von dem man annahm, dass es die wegen Zauberei Angeklagten durch Schweigen absichtlich verbargen. Dass die durch Mylius betreute Frau körperlich bereits ein Wrack, noch auswendig ein Kirchenlied über die Qualen unseres Erlösers beherrschte, deutet darauf hin, dass sie römisch-katholisch war, da die Jesuiten ein unter Protestanten gesungenes Lied kaum als gewöhnlich gesungen bezeichnet hätten. Das Bamberger Diözesan-Gesangbuch der damaligen Zeit enthält zwar kein einschlägiges Lied, jedoch war durch Bischof Johann Philipp von Gebsattel, das ist der Bischof, dem Zweidler seinen Vogelschauplan als Neujahrsgruß zum 1. Januar 1602 widmete. Da sehen Sie die Widmung. Am 19. Januar 1607 der Brauch erneuert worden, jeden Freitag um 9 Uhr in allen Kirchen in einem Hochamt der Todesstunde Christi zu gedenken, wobei auch das Lied, da Jesus an dem Kreuze stund, stund für hing, über die sieben Worte Jesu am Kreuz aus dem Gesangbuch Geistliche Lieder und Psalmen, Bautzen 1567, von Johann Leisentritt gesungen werden sollte. Und so heißt es hier in dem Lied Leisentritts von Jesus, Zitat, das hat auch die Frau gesungen in Bamberg 1617, zuerst sprach er von Herzen Grund, o Vater, vergib diese Sünd, die mir mein Blut vergießen. Sie wissen nicht, sie wissen doch nicht, was sie tun. Lass sie der Bitt genießen. Also lass sie deiner Fürsprache, o Jesus, teilhaftig werden. Dieses Lied passt zur Anklage gegen Mylius, die Menschlichkeit verletzt zu haben. Also was kann man daraus folgern? Die Frau stimmte dieses Lied offenbar an, da sie ihren Peinigern sowie ihrem Beichtvater Mylius vergab. Es ist anzunehmen, dass sie regelmäßige Besucherin von Werktagsmessen gewesen war, was für ihre Frömmigkeit spricht. Ihre soziale Herkunft und ihr Stand sind wie bei fast allen von den Jesuiten erwähnten Verurteilen schwer zu bestimmen.
Diese Nunius ins Angesicht geschleuderte Anklage, die Menschlichkeit verletzt zu haben, ist hinsichtlich der benutzten Begrifflichkeit für die Hexenprozesse als indirektes Selbstzeugnis außergewöhnlich. Konkret geht es um die Verweigerung der Lossprechung von den Sünden in der sakramentalen Beichte. Das heißt, die Frau warf Mylius vor, ihren Worten der Beteuerung ihrer Unschuld keinen Glauben geschenkt und sie so in ihrem Menschsein missachtet und implizit gesprochen damit in seinem Amt als Priester versagt zu haben. Dass Mylius solche Fundamentalkritik an seiner Person und seiner Pastoral wiedergab, ne, der hat es ja, der Mylius, dann dem Skriptor gegeben, der hat es hier in den Litero Annuae reingebracht, ist nur so erklärbar, dass er mit Blick auf die herrschende Meinung, auch im Kolleg der Jesuiten, denke ich, die Anklage der Frau nicht ernst zu nehmen brauchte, sondern als gegenstandslos abtun konnte. Soweit dieser erschütternde Fall. Ganz kurz zur Verfolgung 1627-31. Der für die Prozesse jetzt verantwortliche Bamberger Fürstbischof war Johann Georg Fuchs von Dornheim. Im Jahre 1624 wurde das Aufgabenfeld des frühzeitig verstorbenen geistlichen Koadjutors Peter Kircher am Bamberger Jesuitenkolleg, übrigens eines Mainzer Studienkollegen von Friedrich Spee, circa ein Jahr und 8 Monate älter als Spee, so umrissen. Also geistlicher Koadjutor. Es war ein Priester, aber nicht ganz so im Rang wie der Professor. Also es war kein Volljesuit, wenn man so will. Also bei den Jesuiten gibt es bis heute noch eine Abstufung, auch der Mitgliedschaft. Dieser Peter Kircher, also sein Aufgabenfeld, wurde im Personalkatalog so umrissen. Ich zitiere: Präfekt der Sodalität der unteren Klassen, im Gymnasium, der bürgerlichen Sodalität, also der marianischen Sodalität, Katechist, Besucher der Kranken und Gefangenen, bereit zu Seelsorgsexkursionen und Predigten. Zitat Ende. Also das ist so ein typischer Eintrag, woran man sehen kann, wer Kerkerseelsorger war. Kircher verstarb mit 36 Jahren in der Blüte seines Lebens an der Krankheit Ruhr, offenkundig seelisch gebrochen, da im Jahre 1622 seine Körperkräfte noch als kräftig vermerkt worden waren. Kircher betreute ca. 400 wegen Zauberei verurteilte Personen. So heißt es 1627 in den Jahresberichten. Zitat: Sodann ist es der Mühe wert zu erkennen, ein wie großer Erfolg sich herausstellte. Einige nämlich von den Hexen, sobald sie die Lasten ihrer Sünden den Ohren unseres Priesters anvertraut hatten, kehrten mit solcher Erleichterung zum Kerker zurück, als ob sie durch keine Ketten und Fesseln beschwert wären, obwohl sie damals an doppelte, sehr schwere und sehr lästige festgebunden waren. Zitat Ende. Es wäre zu fragen, ob sich Kircher als Beichtvater mit dem allgemein gehaltenen Bekenntnis der offenbar frommen Frauen begnügte, nämlich, dass sie der Magie, sollten sie diese praktiziert haben, bedingungsweise, auf Latein subconditione, absagen und eventuelle Sünden bereuen. Also dass Kircher wahrscheinlich den Leuten nicht gesagt hat, ihr müsst jetzt bekennen, also was ihr vom Richter gesagt habt, müsst ihr mir jetzt auch mir sagen, sondern es reicht. Ne? Also wissen nicht, ich weiß nicht, aber sollte ich wirklich Zauberei betrieben haben, dann beichte ich das jetzt. Weiter, ein weiteres Zitat von 1624. Aber es war auch die fromme Besorgnis der Schutzengel, um solche Frauen zu beobachten. Eine gewisse Frau nämlich, nachdem sie lange Zeit den Gestank des Kerkers, das Gewicht der Ketten und alle Arten der Folter ertragen hatte, wobei sie dennoch nichts gestand, zur Zeit des ersten tiefen Schlafes, vielleicht um Mitternacht, stets wachend und kaum mit Mühe aufgrund der Folter mit dem Streckpferd atmend, nahm einen Mann mit strahlendem Äußeren wahr, wie er dastand, der die Angeklagte ernst ermahnte, ihre Delikte und Malefize, Schadenzauber, den Richtern kundzutun und dass, wenn sie nicht wolle, kaum ein Weg zum Heil übrig bleibe. Jene gehorcht dem Mahner und ruft gleich bei Tagesanbruch die Richter herbei und was sie vorher weder durch Bitten noch durch Folter zu gestehen übers Herz brachte, dies bekannte sie jetzt freiwillig und gern. Zitat Ende. Da die Frau aufgrund der erlittenen Folter kaum mit Mühe atmen konnte, war wohl ihr Brustkorb gequetscht.
Sie halluzinierte, indem sie einen im Sinne des Strafkonzepts der Bambergensis sprechenden Schutzengel erblickte. Das Schutzengelfest war seit 1608 im Reich obligatorisch. Unter den wegen Zauberei inhaftierten Frauen findet man, das sei noch zuletzt erwähnt, wenn man die Jahresberichte der Jesuiten in ihrer Gesamtheit nimmt, zudem auffällig viele Marienverehrerinnen, fastende und betende Frauen. Ja, also ein wichtiges Forschungsergebnis, da waren fromme Leute inhaftiert. Gehen wir zu einem Brief. Ich nenne ihn mal analog zum bekannten Juniusbrief, den Spießbrief. Also Spieß mit S. Benannt nach einem Jesuiten. Sie sehen hier im Hintergrund einen Kupferstich. Der läuft unter dem Titel Roma Ignatiana, also ignatianisches, jesuitisches Rom. Das ist Rom von Südwesten aus der Vogelperspektive, also ähnlich wie der Zweidler-Plan, mit Jesuitenbauten. Die sind alle hier auch mit Nummern, mit Buchstaben bezeichnet, wie auch der Plan von Bamberg. Wahrscheinlich ist dieser Kupferstich angelehnt an Peter Paul Rubens, aber das ist eine kunsthistorische Frage, die jetzt uns nicht weiter interessiert. Der stammt hier aus dem Archivum Romanum Societatis Jesu, also der Jesuiten in Rom. Entnommen ist dieser Plan einem Buch Vita Beati Patris Ignatii Loyolae, also eine Bildergeschichte des Ordensgründers Ignatius von Loyola, erschienen Antwerpen 1610. Und da heißt es jetzt ganz unten auf Latein, ich lese es Ihnen mal übersetzt auf Deutsch vor, Häuser und Werke der Frömmigkeit, die der selige Vater Ignatius in Rom einrichten ließ und die die Gesellschaft Jesu als ihrer Sorge anvertraut unterhält. Also deshalb seliger Vater, weil 1609 war er durch Papst Paul V. bereits selig gesprochen worden. Die Heiligsprechung folgte dann später, 1622. Gehen wir mal in den Plan näher rein. Sie sehen, wenn Sie auch erkennen, die Engelsburg oben mit der Engelsbrücke, Tiber. Ganz links können Sie den Obelisken auf dem Petersplatz, der da seit 1586 umversetzt steht, sehen. Und uns interessiert das Gebäude mit dem Buchstaben C. Das befindet sich, oder befand sich besser gesagt, an der Stelle der linken, also südlichen Fontäne, also der heutigen Fontäne, auf dem Petersplatz. Also so ungefähr müsste ich es vorstellen. Man kann auch da links neben dem Obelisken einen Teil der Petersbasilika erkennen. So, und dieses Kolleg der Jesuiten, das gab es seit 1569-70 an dieser Stelle. Am 6. Juni 1669 zog es dann um. Es war das Kolleg der Pönitentiarie der Jesuiten an der Basilika von St. Peter. Eines von drei unter Papst Pius V. eingerichteten Kollegien. Die Franziskaner, die waren dann an der Basilika San Giovanni Laterano und die Dominikaner an der Basilika Santa Maria Maggiore. Und die Jesuiten hatten also auch ein Kolleg mit Beichtvätern, die sich da um Gläubige kümmern. Das gibt es ja bis heute. Ne? Die Pönitentiarie ist bis heute noch im Vatikan und auch Orden stellen bis heute Beichtväter. An diesem Kolleg, das Sie hier sehen, schrieb einer der Beichtväter, ein Jesuit, zuständig für die Gläubigen flämischer Sprache, namens Johannes Spieß, der Spieß, Spießbrief, 56 Jahre alt, am 2. Juli 1629 einen Brief an den Rektor des Bamberger Jesuitenkollegs, Joachim
Joachim Hammann, 42 Jahre alt. Und Sie sehen hier in der Mitte den Siegelabdruck des Kollegs, des Jesuitenkollegs der Pönitentiarie. Und ja, links dann den Brief mit dem Adressaten, ne, Rektor Hammann in Bamberg. Spieß berichtet hier in dem Brief über den Fall der zum zweiten Mal nach Rom geflüchteten Bamberger Bürger Johannes Carver, ca. 34 Jahre alt und von Beruf Böttcher, also Fässer, Hersteller von Fässern, und Georg Carver, ca. 27 Jahre alt, deren Eltern bereits in Bamberg als Zauberer verbrannt worden waren. Höchstwahrscheinlich besuchten die beiden Brüder in Rom zunächst die einige Schritte westlich dieses Kollegs gelegene Kirche der Erzbruderschaft zur schmerzhaften Mutter Gottes beim Campo Santo Teutonico. Gab es dort seit 1579 diese Erzbruderschaft, wo sie sich mit ihren deutschsprachigen Handwerkerkollegen austauschen konnten. Ja, also den Campo Santo Teutonico gibt es ja bis heute als Priesterkolleg. Ich war da zuletzt im September diesen Jahres, 2022. Und das Patronatsfest dieser Erzbruderschaft ist immer Mariä Empfängnis, 8. Dezember. Also dann hier, ne, 1629, dann wieder der 8. Dezember 1629. Und dann haben sie dann einen Gefangenen freigelassen. Also das heißt, die haben sich um einen Gefangenen in einem Gefängnis des Kirchenstaats gekümmert. Das heißt, also wenn die Spießbrüder da zu ihren Handwerkerkollegen hingingen, dann konnten die durchaus mit Verständnis rechnen, ne? Also was zum Beispiel zu Unrecht Inhaftierte betrifft. Die beiden Brüder dürften dann Spieß im Petersdom angetroffen haben. Vielleicht gingen sie anschließend zusammen, alle drei, zum Kolleg. Das hatte ungefähr 70 Zimmer, wo dann Spieß seinen Brief aufsetzte. Spieß, offenbar zweisprachig, es gab nämlich noch für die Gläubigen deutscher Sprache einen eigenen Beichtvater, Jakob Nussbaum aus Dieburg. Spieß also bezeichnet in seinem Brief an Hammann die Brüder als, Zitat, ungebildete und unerfahrene Menschen. Das war eine taktische Charakterisierung, denn Spieß wollte aufzeigen, dass die Brüder Carver einfältige, zu magischen Handlungen unfähige Menschen sind. Zumal er, als er deren Überlegungen referiert, wie das Gerücht, dass sie Zauberer seien, entstanden sein könnte, also in Bamberg, betont, dass sie ihm, Zitat, immer mit großem Wahrnehmungsvermögen, Zitat Ende, geantwortet hätten. Spieß betont im Brief, dass sich nicht nur Belastungszeugen oft widersprechen und böswillig seien, sondern dass, Zitat, gerade die Folter ungebildete und unwissende Menschen, die sich in jeder Hinsicht nur aus dem Prozess retten wollen, zu allem leicht einlädt. Zitat Ende. Die sagen dann, wollen einfach nur frei kommen. Wobei er, um seinen Worten dem Rektor Hammann gegenüber Gewicht zu verleihen, hervorhebt, dass er zu seiner eigenen Zeit in Luxemburg, also Spieß, Zauberei anhand verbrecherischer Menschen eingehend untersucht habe. Also wollte sagen, Hammann, ich habe auch Erfahrung hier in den ganzen Sachen. Spieß hatte immerhin vor seinem Ordenseintritt 5 Jahre Jura studiert. Und mit Blick auf die Folter im Kirchenstaat war seine These durchaus eine realitätsnahe Einschätzung. Also in der Not erfundene Aussage konnten auch hier im Strafverfahren zur Hinrichtung führen. Und da gibt es Fälle. Spieß, der wohl wie die meisten Jesuiten seiner Zeit Folter als zeitgemäße Justizpraxis zumindest hinnahm, schätzte aber die Inquisitionsrichter, also in den weltlichen Gerichten in Bamberg, die Hexenprozesse unter sich hatten, als beratungsresistent ein. Zitat aus dem Brief. Ich weiß, dass unsere Zeugnisse, also der Jesuiten da in Rom, bei den weltlichen Richtern im Reich, besonders in diesen verborgenen Fällen, wie Magie, wenig Einfluss besitzen. Zitat Ende. Spieß erklärt zudem Hammann die angeblich durch Dämonen verursachte nächtliche Schlaflosigkeit der beiden Brüder als, Zitat, aus Altweibergeschichten stammend. Er sagt, das ist alles Unsinn. Spieß kannte den Bamberger Rektor Hammann nicht persönlich und musste vorsichtig sein, weshalb er seinen Brief beschloss, in dem, Zitat, wir, also Spieß, Sie, Hammann,
bitten und anflehen, man könnte auch sagen beschwören, ihnen auf welche Weise auch immer es möglich ist, den Brüdern beizustehen und es ihnen nachzusehen, wenn ich wegen der Liebe des Nächsten aufdringlich gewesen bin. Zitat Ende. Das war also jetzt alles meine Übersetzung. Eine Frage bleibt aber noch. Warum nach Rom zu einem Jesuiten vor der Hexenverfolgung, die ja auch Hexer, Männer betraf, fliehen, gehen, wenn doch die Jesuiten auch in Bamberg waren, hätten da doch auch einsprechen können. Vielleicht hatte ihnen Peter Kircher zur Romreise geraten, dass nämlich zwischen dem Reich und Rom, Kirchenstaat, generell auch Italien, in der Handhabung der Prozesse wegen Magie, im Reich kam noch das Spezifikum hinzu, ne, Zauberei, also ein ganzes Bündel, Hexenflug und Verkehr mit dem Teufel auf dem Hexensabbat und so weiter, dass also in der Handhabung der Prozesse zwischen dem Reich und Rom ein fundamentaler Unterschied bestand. Das konnten die Cava-Brüder nicht von sich aus wissen, das musste also ihnen einer gesagt haben. Kircher indes war ein subalterner Jesuit, ne, also ein geistlicher Koadjutor, nicht voll Jesuit. Konnte vielleicht nicht allzu viel tun und sagte dann, geht nach Rom. Ja, aber wie stand jetzt der Bamberger Rektor Hammann zur Sache? Aus den Briefen des 6. Generaloberen Muzio Vitelleschi, also Aquavivas Nachfolger, seit 1615 an Rektor Hammann geht hervor, dass Hammanns Entrüstung über das Verbrechen der Magie groß gewesen sein muss. So heißt es in einem Brief von Vitelleschi aus Rom am 1. September 1629 an Hammann, Zitat, es gereichte mir zu großem Trost, was euer Ehrwürden, also Hammann, über die Schulen ihres Kollegs in Bamberg geschrieben haben, dass man annimmt, dass diese bis jetzt immun gegenüber denen sind, die durch magische Schandtaten infiziert sind. Ich meine, also Vitelleschi, ich meine, dass dies nämlich unter die nicht geringsten Wohltaten der göttlichen Milde zu rechnen ist, zumal jene Pest dort in Bamberg so weit verbreitet ist. Zitat Ende. Also das ist mal so ein, was Vitelleschi schreibt oder generell der Generalobere, auch ein Reflex dessen, was ihm der Rektor aus dem Reich berichtet. Nach ihrer Rückkehr aus Rom wurden die beiden Brüder im Oktober 1629 in Bamberg als Flüchtige und damit Schuldige inhaftiert. Warum sind sie nach Rom gegangen, ne? Machen doch nur Schuldige. Wohl noch bevor sie den Brief überhaupt Hammann überreichen konnten. Ne? Also Spieß hat den beiden den Brief wohl mitgegeben. Wobei, als Johannes am 30. Oktober verhört wurde, Georg schon hingerichtet war. Spieß Bittschreiben an Hammann liegt Georgs Prozessakte bei, also in der Staatsbibliothek Bamberg heute. Wobei unklar ist, wie es in diese Prozessakte gelangte. Peter Kircher indes war am 27. September 1629, also wohl noch vor Rückkehr der beiden aus Rom, seelisch gebrochen, nehmen wir an, verstorben. Circa 3 Monate später wurden die Bamberger Prozesse durch das auf das ganze Reich ausstrahlende Mandat des Wiener Reichshofrates zur Entlassung der Gefangenen in Bamberg vom 12. Juni 1631 gegen den Bamberger Fürstbischof gerichtet, beendet. Ja, also kurze Zeit später war Schluss mit dem Ganzen in Bamberg auf höhere juristische Anweisung aus Wien. Gehen wir zum letzten Punkt. Johannes Strein als Spee-Schüler. Hier sehen Sie noch kurze Rückblende. Das Ende des Briefes von Spieß. Und jetzt geht es zu Strein. Nachfolgerin des Collegium Ernestinum war die 1648 gegründete Universität, die Academia Ottoniana, an der von 1648 bis 1659 als Professor für päpstliches Recht ein Spee-Schüler lehrte, nämlich Johannes Strein. 1604 Jesuit geworden und Jahrgang 1584, 6 Jahre älter als Friedrich Spee war. In der Zeit nach Friedrich Spees theologischem Examen, 1623, hatte Strein an der Universität Mainz Heilige Schrift gelehrt und war hier auch zum Doktor Theol, also Doktor der Theologie, promoviert worden. In Würzburg hatte Strein bereits am Gymnasium unterrichtet, als Spee dort an der Universität Würzburg Philosophie studierte. Also 1612 bis 15 hatte da Spee Philosophie studiert.
Und in Würzburg war dann Strahlen wieder von circa 1625 bis 1642. 1645 ging es nach Molsheim in den Elsass. Und in Würzburg dann 1625 bis 1642 zur Zeit der Klerikerverbrennungen. Und in Würzburg wurden auch Priester in die Flammen geworfen. Also Strahlen hatte Erfahrung, auch mit Prozessen, kann man annehmen. Und im dritten Band seiner Summa Juris Canonici, was Sie hier sehen, fünfbändig, erschien 1658-59, zitiert Strahlen den, Zitat, Autor der Cautio Criminalis, Zitat Ende, ne? Also ohne Spießnamen zu nennen, unter anderem mit Dubium aus der Cautio Criminalis, ne? Dubium Zweifel, 34, bei der Beurteilung eines, Zitat, aus einem üblen Ruf gewonnenen Urteils, Zitat Ende. Sagt Strahlen weiter, der Autor der Cautio Criminalis, den gelesen zu haben, nützen dürfte, so schreibt er, habe, so Strahlen, jüngst mit Blick auf unsere Praktiken genügend dargelegt und entgegengehalten, dass ein solches Urteil, also aus einem üblen Ruf gewonnen, verführerisch und gefährlich sei. Soweit Strahlen in diesem Buch. Was genau oder wann genau Strahlen auf Spees Buch Cautio Criminalis gestoßen, das von ihm in Bamberg wohl benutzte Exemplar war 1641 am Würzburger Kolleg angeschafft, aber noch im selben Jahr, ja durch wen eigentlich, weiß man nicht, nach Bamberg verbracht worden. Also Sie sehen hier aus der Staatsbibliothek Bamberg die zweite Auflage der Cautio Criminalis von 1632. Und da befindet sich unten, Sie sehen es auch nochmal in groß eingeblendet, sehen Sie den Eigentumsvermerk des Würzburger und des Bamberger Jesuitenkollegs. Ne? Collegii Societatis Jesu Herbipoli. Also zunächst einmal, ne, das ist durchgestrichen, also zunächst war es in Würzburg und dann ging es, ne, also darunter Bamberge, also nach Bamberg. Auf dem Titelblatt der Cautio Criminalis heißt es ganz unten Sumptibus, also auf Kosten von Johannes Groneus Austrius. Austrius, also Sie sehen, also ein Verlag ist nicht angegeben, ne? Austrius, der Österreicher, wohl deshalb, weil auch ein Schüler, also wirklich jetzt kein Schüler im Sinne der Cautio Criminalis, sondern einer, der Spee in Köln als Student hörte, genauso hieß, Johannes Groneus. Möglicherweise, ne, der Grund war wohl, dass man vielleicht den damit verwechseln konnte. Das Vorwort der Cautio Criminalis ist unterzeichnet mit Johannes Groneus Austrius, Juris Consultus. Ja, dieser Zusatz Juris Consultus, Rechtsgelehrter, dürfte dann wohl eine Referenz an den Wiener Reichshofrat mit Blick auf dessen genanntes Bamberger Mandat gewesen sein. Also Spee wusste das, dass sich in Bamberg was getan hatte. Der Reichshofrat in Wien schützte nämlich die reichsbürgerlichen Freiheitsrechte, so auch das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Also in der Carolina von 1532 gab es keinen Straftatbestand der Körperverletzung. Und der Reichshofrat war auch bei Protestformen wie Gehorsamsverweigerung gegenüber lokalen Obrigkeiten nachsichtig, also zumindest lokalen. Und Kaiser und Fürsten behandelte Spee in seinem Buch vorsichtig. Die sollten ja sorgen, dass das Ganze ein Ende findet. Johannes Strahlen kann somit als der bedeutendste posthume Jesuitenschüler Spees bezeichnet werden. Dass er um Spees Autorschaft wusste, der Cautio Criminalis, ist wahrscheinlich. Strahlen starb 1662. 1674 gab es den letzten Hexenprozess in Bamberg und mit dem Jahre 1676 kann Spee innerhalb der Gesellschaft Jesu als rehabilitiert gelten. Also im 17. Jahrhundert, ein paar Jahrzehnte später nach seinem Tod, war Spee schon rehabilitiert. Da gibt es nämlich ein Buch, die Bibliotheca Scriptorum, das ist ordensintern in Rom erschienen, in zweiter Auflage 1643, da ist auch schon ein Eintrag zu Spee. Da heißt es dann, sein Buch, Cautio Criminalis, der Titel ist noch nicht genannt, gefiel auf erstaunliche Weise
Und in der dritten Auflage dann dieses Jesuiten-Schriftsteller-Lexikons aus Rom, dass das Imprimatur des Generaloberen bedurfte. Da heißt es dann, erschien 1676, dass das Werk Cautio Criminalis, nun auch so genannt, auf erstaunliche Weise vielen gefiel. Bedeutsamer ist aber noch, dass am Ende dieser dritten Auflage des Jesuiten-Schriftsteller-Lexikons von 1676 im Verzeichnis der Namen, die einige Schriftsteller der Gesellschaft Jesu aus gerechten Gründen ihren Büchern vorangestellt haben, der Eintrag Theologus Romanus Fredericus Spee aufgenommen wurde. Also Spee hatte sein Buch ja anonym, oder man kann auch sagen pseudonym, publiziert, Theologus Romanus. Und die Jesuiten sagten schon 1676 in Rom, das war richtig so. Soweit dieser Aspekt. Kommen wir zum Fazit. Die Staatsbibliothek Bamberg birgt mit ihren Beständen aus dem ehemaligen Kollegsarchiv des Bamberger Jesuitenkollegs einen Quellenreichtum, der für die Kriminalgeschichte bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist. Aussagekraft gewinnen diese Quellen wie stets in der Geschichtswissenschaft durch Kontextualisierung, das heißt durch Vergleich mit anderen Quellen, im Falle der jesuitischen Kerkerseelsorge durch Abgleich mit noch erhaltenen Prozessakten, wobei zuweilen der jesuitische Bericht einer Prozessakte zugeordnet werden kann, nämlich wenn er besonders ausführlich ist und Anhaltspunkte liefert. Das wäre vielleicht, könnte man für Bamberg nochmal gucken. Weiterhin fand im Kerker durch den Beichtvater ein, soziologisch modern gesprochen, Framing statt. Also es wurde ein dämonologisches Narrativ der Schilderung der Inhaftierten übergestülpt. Die Frau sagte oder der Mann sagte, ich bin keine Hexe und das, dies und das habe ich da erlebt. Und der Beichtvater sieht das halt durch die Brille seiner dämonologischen Interpretation, die natürlich zeittypisch geprägt ist. Es kamen leider auch Verletzungen des Beichtgeheimnisses vor, mit Blick auf die Nennung von Komplizen. Da kann man manchmal Hinweise in den Prozessakten finden. Der Bittbrief des Beichtvaters Spies an der Basilika von St. Peter in Rom beeindruckte 1629 die Bamberger Autoritäten keineswegs. In der Bamberger Ortskirche zählten in der Zeit der Hexenprozesse körperliche Unversehrtheit und Leben der Gläubigen, gerade auch von frommen Gläubigen, nicht viel. Ja, denken Sie mal dran, Folter, selbst wenn Sie nicht versterben, können Sie arbeitsunfähig werden. Ich habe bei meinen Archivrecherchen in Rom nicht einen einzigen Fall gefunden im Zentralarchiv der Jesuiten, in dem die Jesuiten von damals über wegen Zauberei inhaftierte, fluchende Personen berichtet hätten. Also die gab es nicht. Das waren Fromme. Gegen diese unmenschliche Praxis wandte sich der Jesuit Friedrich Spee, dessen posthumer Schüler der Bamberger Professor Johannes Strein war. Abschließend noch ein Zitat aus Spees Cautio Criminalis, das vielleicht auch das die Ereignisse in Bamberg erklären mag. Zitat, diesen, den Fürsten, aber Anstoß zu geben und nicht sofort zu gehorchen, wiegt in Deutschland schwer. Fast alle, auch die Geistlichen, die Priester, billigen zu sehr fast alles, was den Fürsten auch immer eben zusagt. Und sie, die Geistlichen, erkennen nicht, von welchen diese, also die Fürsten, oft heimlich aufgewiegelt werden, obwohl sie, die Fürsten, ihrem Wesen nach äußerst rechtschaffen sind. Zitat Ende. Also zum Schluss ist eine Captatio Benevolentiae, also Spee möchte sagen, die Fürsten, die wollen eigentlich das Gute, aber die haben schlechte Berater. Das war's. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.